Herzlich willkommen heute in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen Coach, Buchautor und Seminarleiter Klaus Medikus bei mir zu Besuch und wir werden über das Thema Wirklichkeit sprechen. Was ist die Wirklichkeit? Machen wir sie uns oder kriegen wir die von außen eingetrichtert? Wer weiß das schon? Wir sprechen heute auf jeden Fall darüber und ich freue mich drauf. Hallo Klaus. Hallo, grüß dich. Ja. Gerade bei dem Thema Wirklichkeit, das ist dir so ein Herzensthema. Da geht es auch in deinem Buch drüber. Wie interpretierst du das Thema Wirklichkeit? Ja, so sind denn die Dinge, von denen wir ausgehen, dass sie die Wirklichkeit sind, wirklich die Wirklichkeit? Mhm. Also beispielsweise mit Menschen, die von sich überzeugt sind, schwer erkrankt zu sein, mhm. Entsteht oft eine Wirklichkeit, eine Identifikation. Ich bin, und jetzt können wir irgendwas einsetzen, mhm. also ich bin Herzpatient. Mhm. Kann ich das sein? Also ist das die Wirklichkeit? Oder kann es sein, dass ich bestimmte Störungen, Probleme, Phänomene mit meinem Herzen habe? Oder jede andere Diagnose. Also ist eine Diagnose die Wirklichkeit oder ist sie die Beschreibung der Wirklichkeit? Mhm. Und holen wir dann eine Ich-Identität aus der Beschreibung der Wirklichkeit oder aus der Wirklichkeit? Also ist ein Bild von dir das gleiche wie du selber? Zu sagen, naja, das ist ein Bild von vor einem Jahr. Mhm. Aber heute hat sich ein bisschen was verändert. Aber das Bild können wir nie selber sein. Es fällt mir jetzt gerade auch ein, es gibt ja nicht nur Diagnosen, die ich mit Ich Bin formulieren kann, sondern ich begegne immer mal wieder Menschen, die Sätze beginnen, wie zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der sehr viel Wert auf Ehrlichkeit legt, zum Beispiel so betont. Meistens erkenne ich dann aber, dass es eher dagegen das andere der Fall ist, aber ist okay. Das sind ja auch solche Beschränkungen, ja. Du sagst ja auch, ich habe in deinem Buch gelesen, wenn einer sagt, er ist ehrlich, dann ist es eine Limitierung. Er kann ja auch lügen oder unehrlich sein und dann wäre alles möglich. Also gerade um das Thema nochmal aufzugreifen, kannst du dich an die Stelle in deinem Buch erinnern? Ja. Wenn wir präsent sind, bedeutet es, dass wir in der Präsenz beobachten können, was aus dem Feld der Möglichkeiten alles mhm. auftaucht. Und in dem Moment, wo ich Überzeugungen von mir habe und mit denen ein Wirklichkeitskonstrukt mache, mhm. ich bin ehrlich, ich bin lieb, was auch immer, wütend. Immer lieb und brav. Mhm. Und sozusagen, dann ist es ein Ausschnitt aus dem Feld der Möglichkeiten, wie ich sein kann. Und vielleicht entspricht es einem Bild, das ich gerne nach außen vermitteln möchte, mhm. der Welt. Aber ist das die Wirklichkeit? Und viele Menschen haben irgendwann mal ein Konstrukt von sich selber beschlossen, das bin ich jetzt. Und dann bleibt dieses Konstrukt bestehen. Und da gibt es auch viele äußere Verfahren, die Menschen in solchen Konstrukten unterstützen. Also mal angefangen, wie viele Menschen sind mir in letzten Jahren oder Jahrzehnten begegnet, die ein Wirklichkeitskonstrukt haben. Ja, ich muss dir sagen, ich bin traumatisiert. Ja. Okay, also sagen das Wort Trauma, also auch wieder ein Konstrukt einer Wirklichkeit, wurde ungefähr vor 50 Jahren in amerikanischen Vietnam-Veteranen-Hospitälern erfunden. Mhm. Und das ist eines der Worte, das einen Siegeszug genommen hat. Also ich weiß nicht, vor 1970, wie haben sich da Menschen definiert? Also was war dort die Wirklichkeit? Aber das Wort ist erst
um 1970 entstanden, erfunden worden, in die Welt gekommen, mit Energie aufgeblasen worden. Mhm. Und dann sind ganz viele Verfahren, die mögen gut sein, mögen schlecht sein, sind entstanden, wo man mit diesem Konstrukt einer Wirklichkeit arbeitet. Also auch mit dem Stempel, du hast ein Trauma und du hast das erlebt und jetzt musst du ein Leben lang mit diesem Trauma dich identifizieren. Mhm. Und das manche werden da richtig professionell, bilden Selbsthilfegruppen für posttraumatische Belastungsstörungen und da gibt es ganz viele Untersachen dazu. Der Fokus des Bewusstseins fließt nur noch ins Einschränkende, aber nicht mehr ins Öffnende. Also solche Konstrukte der Wirklichkeit trennen und sie verbinden nicht. Und wenn mir eben jemand erzählt, ja, ich bin eben schwer traumatisiert, sagen, ist ja spannend. Also wenn du Lust hast, können wir uns das anschauen. Und dann erscheint etwas ganz anderes, wenn jemand lernt, präsent zu sein. Da kann ich nicht mehr traumatisiert sein. Ja, dann bin ich im Hier und Jetzt. Und dann spielt das Drama von damals keine Rolle mehr. Genau. Und dann entsteht eben, wenn du präsent bist, die Atmung stockt. Mhm. Und zu sagen, ah, dann lass uns das doch mal anschauen. Also was da für eine Wirklichkeit entsteht, aber das sind Phänomene, die wir immer, denen wir im Jetzt präsent sein können, die wir wahrnehmen können, mit denen wir arbeiten können. Aber Bewertungen und Konstrukte von Wirklichkeiten, wie beispielsweise Trauma, können wir nicht wahrnehmen. Mhm. Aber dann entstehen Wirklichkeiten, an die halt alle glauben. Mhm. Ja, es gibt ja auch Versuche, in denen heutigen Erwachsenen eine von einer Wirklichkeit in der Vergangenheit erzählt wurde, in einem Versuch, wo man gesagt hat, naja, du hast ja, warst ja als Kind immer so ungeschickt und hast immer Gläser umgeworfen. Dann hat man gesagt, ja, deine Mutter hat ja erzählt, du hast immer Gläser umgeworfen. Und in dem Versuch war sich dann der Proband irgendwann dessen bewusst, ja klar, als Kind war ich immer so schusselig, ich habe immer Gläser umgeworfen. Also auch hier in dem Jetzt können wir durch Manipulation oder durch unsere eigene Sichtweise unsere Vergangenheit beeinflussen. Ja, weil unsere Vergangenheit existiert nicht. Ist ja. Also das Einzige, was in dieser Welt real existiert, ist immer das Jetzt. Mhm. Und jetzt hole ich Erinnerungen her, also aus einer imaginären Zeitachse, aus der Vergangenheit. Und zum Beispiel aus meiner Kindheit. Jetzt erschaffe ich eine virtuelle Wirklichkeit, die in dem Moment, wo ich drüber spreche, die wird in unserem Gehirn elektrisch geladen, elektromagnetisch, biochemisch, Prozesse gehen in Gang und jetzt nehmen wir das als Bilder, Gefühle, Empfindungen wahr und da kann ganzes Feuerwerk losgehen. Mhm. Also das sind aber elektrische, elektromagnetische und biochemische Prozesse und mit denen erschaffen wir Moment für Moment unsere Wirklichkeit. Mhm. Jetzt sind wir in unserer Kultur gewohnt, in die Geschichte einzusteigen, erzähl doch mal, wie war denn das damals? Zu sagen, das kann nett sein, aber dadurch werden auch Geschichten aufgeblasen und geschaffen. Aber das einzige Interessante ist doch, sag mal, wie machst denn du das? In dem Jetzt mit diesen elektrischen, elektromagnetischen, biochemischen Prozessen, diese Wirklichkeit in deinem Gehirn zu erzeugen, dass dein Atem stockt, das interessiert mich doch nur. Mhm. Die virtuelle Welt, mit der wir beschäftigt sind, interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Und da sind ganz viele, so ähnlich wie du gerade geschildert hast, mit diesem Versuch mit den Gläsern ungeschickt als Kind, findest du in ganz vielen Verfahren, wo ich bei vielen überzeugt bin, dass die aus einem aus einer völligen Überzeugung auch geschaffen wurden. Mhm. Reinkarnationstherapien. Da frage ich immer so, welches Ich wurde denn da reinkarniert? Also, und
sagt mir den Schwerpunkt des Therapeuten, Ägypten, Indianer, Schamanen, und ich sage dir, was du hochemotional dort erleben wirst. Es ist aber komischerweise... Ah, du beziehst es auf die Person, die dann die Rückführung macht, die interpretiert ihre... Komischerweise dann entsteht die Realität. Landen die dann alle in Ägypten. Ah, ja, als okay. Pharaonen, als Sklaven oder irgendwas oder die anderen. Immer auf den Scheiterhaufen. Mhm. Und da entsteht immer sowas, zu sagen, das könnte man auch ganz anders erklären. Das ist ein Beobachtereffekt. Ja, aber es könnte auch sein, dass diese Person, diese Begleiter, einen Zugang gelernt haben in ein Feld. Mhm. In ein Feld, wo genau die Zeit der Inquisition liegt, wo die Zeit des alten Ägyptens, der Pharaonen mhm. liegt. Und jetzt über den Zugang in das Feld, schupp, springen statt in Fernsehfilm in ein Feld Menschen rein und glauben dann, mit dem Ich das selber erlebt zu haben. Also so ja. wie was in spannenden Filmen ja. erleben. Wir sind der Held der Geschichte. Ja, das finde ich auch ein ganz wichtiger Hinweis von dir, gerade bei solchen verschiedenen Therapieansätzen, dass man auch immer als Therapierter sehr kritisch hinterfragt, was da einem für eine Geschichte auferlegt wird. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte Familienstellen gemacht und mir ist dann irgendwann ein Muster aufgefallen, dass immer die Männer schuld waren in jedem Durchgang. Genau. Wo ich dann irgendwann gedacht habe, na ja, hat vielleicht die aufstellt ein Männerproblem und muss jetzt jedem dieses Thema überstülpen. Und das hat dann irgendwie für mich auch so die Richtung bekommen, das war ihr Feld, das war auch eine Beschränkung. Und ihre eigene Beschränkung wurde ihr dann auch permanent gespiegelt. Nur ich bin jetzt natürlich in der Eigenverantwortung als Schöpfer, ob ich mir diese Beschränkung oder Begrenzung wirklich dann auch überstülpen lasse oder das auch wirklich hinterfrage und mich dem auch öffne, dass das gar nichts mit mir zu tun hat. Ja, oder? Das wäre jetzt auch mal so ein... Ja, das ist wieder, welche Wirklichkeit erschaffe ich mir hier drin? Also ich habe kürzlich mit einem Bekannten, den habe ich zufällig auf der Straße getroffen, da ist ein Gespräch entstanden, der jetzt seit Jahren in eine Trauma der Geburt-Therapie irgendwas und das wird dort mit Matrix bezeichnet. Also während des Geburtsvorgangs bildet sich eine Matrix und das ist sozusagen die Lebensmatrix und das ist eine Technik, wie du, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, wie du in die Wirklichkeit des Traumas deiner Geburt einsteigst. Und er hat es jetzt schon so oft erlebt und ist da völlig drin und so, okay. Also er hat seine Geburt permanent wiedererlebt. Genau, und das Trauma, das da drin war und der Schmerz und das, jetzt hat er ein Konstrukt der Wirklichkeit, dass daraus sein Lebensdrama entstanden ist. Mhm. Und zu sagen... Ja, ist ja auch wieder so eine Opferhaltung, oder? Ist ja wieder, ich gebe die Verantwortung ab. Alle anderen sind schuld, dass es mir heute so schlecht geht. Aber wenn ich jetzt noch da 10 Jahre dran arbeite, dann habe ich, also auf dem Stufenleitern zur Erleuchtung, mindestens die vorletzte Schwelle erreicht. Und da bin ich immer in diesen Konstrukten ja, es sind auf der immer Zeitlinie. Regelwerke, Glaubens, sehr, ja. sehr kritisch. Es ist auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, um Menschen in seinem Feld, ist ja auch eine Kundenbetreuung, oder? Also so ein Stück. Ja, ich will jetzt niemanden da unterstellen, dass es sozusagen rein aus Geschäftes macht. Aber es sind Konstrukte, wo Menschen reinwachsen in Wirklichkeitskonstrukte und die sind dann überzeugt. Also diese Form von, nennen wir es mal den ganz platt, den Begriff Psychotherapie, ist vor 150 Jahren entstanden. Und irgendwie sonst ist noch niemand in der Menschheit auf die Idee gekommen, in solche virtuellen Wirklichkeiten der Vergangenheit zu kommen, um damit etwas zu lösen.
Aber werden darüber die Menschen wirklich selbstverantwortlicher, weniger anfällig für Indoktrination und Manipulation von außen? Mhm. Oder werden sie vielleicht sogar noch leichter lenkbar? Und das ist für mich mit diese Frage nach der Wirklichkeit. Mhm. Also beispielsweise noch so ein schönes Beispiel, das innere Kind. Mhm. Also das ist ja auch so in 70er Jahren entstanden. Und wie viel, es gibt nur verletzte innere Kinder. Mhm. Und also da kannst du im hohen Alter damit ins Grab gehen mit deinem verletzten inneren Kind. Mhm. Aber wenn du es nicht erschaffst, also du musst es ja aus der Zeitlinie nehmen, mhm, und erschaffen und jetzt eine Realität im Jetzt damit erschaffen. Und wenn du daran glaubst, an diese Wirklichkeit, dann wird sie deine sein. Mhm. Jetzt bist du ja auch Coach. Wie gehst du mit deinen Klienten um? Was ist dein Herzblut? Was wünschst du dir für die Menschen? Schlichtweg präsent zu sein. Also zu sagen, was nimmst du jetzt in diesem Moment wirklich wahr? Mhm. Ja, an Atemmuster, an Empfindungen, an, dass sich das Bein halb taub anfühlt. Sozusagen, also ganz viele Phänomene taucht plötzlich ein Bild auf. Mhm. Das könnte ein Bild aus der Kindheit sein. Aber wenn das jetzt in diesem Feld auftaucht, dann ist es ja jetzt da. Ja. Und dann schauen wir uns das Bild an. Aber nicht, weil wir was aus der Kindheit lösen müssen. Sondern weil es von innen heraus kam. Was jetzt in dem Moment erschienen ist. Ja. Und zu sagen, hast du Lust, wenn das jetzt erschienen ist, wo führt dich das denn hin? Hast du da ein Beispiel, dass ich mir das mal wirklich vorstellen kann? Es kommt jetzt eine Dame oder man kann es ja logisch keine Namen nennen, aber so, was könnte da kommen? Knieschmerzen. Ja, jetzt kommt also jemand, hat Knieschmerzen. Mhm. Beispielsweise so gut wie nicht mehr laufen zu können. Mhm. Und eine Dame, die, ja, ich glaube, sie war noch keine 50, irgendwas Chronisches war diagnostiziert, in ihrem Haus die Treppe nicht mehr hochgekommen ist, mhm, und dann erzählt hat, auf allen Vieren gegangen zu sein. Okay. Und zu sagen, keine Ahnung, ob es das gibt, ob es das nicht gibt, lass uns doch jetzt mal bewusst präsent anschauen, wo dich das hinführt. Und da kamen plötzlich Schmerzen auf, Trennungsschmerzen, also nach einer Ehescheidung, mhm, und ein ziemlich starker Schmerz, alleine zu sein. Mhm. Und in den Bildern, die aufgetaucht sind, hatte das aber wieder im Jetzt, ist irgendwas viel Früheres erschienen, wo dieses, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich komme nicht vom Fleck. Mhm. Wo plötzlich in dieser Präsenz zu schauen, was darf da entstehen? Und dort war mit ein Schlüssel, dass sie wie gar nicht weiterkommen darf. Ja, also da gab es noch einen älteren Bruder, der irgendwie behindert war. Mhm. Und darüber plötzlich eine Geschichte entstanden ist, ich darf im Leben nicht weiterkommen als zu der und der Grenze. Plötzlich tauchte eine Schuld auf. Aber immer im Jetzt tauchte die auf. Mhm. Und ich weiß nicht mehr genau, wie lange das ging. Ja, so vielleicht ein Prozess über ein Viertel oder ein halbes Jahr war das. Mhm. Und ich hatte, das ist jetzt 2 oder 3 Jahre her, ja, im Frühjahr mal wieder mit ihr telefoniert. Und die ganzen, was immer es wirklich war mit den Knien, es ist alles weg. Mhm. Aber da hat jemand gelernt, die emotionale Signatur zu verändern. Also die im Jetzt auftaucht, mhm, und vorher waren Knieprobleme und plötzlich sind die weg. Oder häufig ist es, nur ganz verspannt darf ich an das gehen, was ich mache. Also das ist, mhm, sowas, ich muss ganz viel leisten, um irgendwie überhaupt leben zu dürfen. Und dass daraus dann bestimmte
Beschwerdemuster entstehen, ist sehr hoch. Mhm. Verändert die Haltung, also wenn wir in der Präsenz diese Haltung der Anspannung anschauen, verändert sich plötzlich das Symptommuster, das okay. damit verbunden du ist. Du hast da ja auch eine Methode entwickelt aus dem Ganzen. Arbeiten mit Menschen? Also, ja, das, ich nenne das Ganze, der Name ist ungefähr vor 15 Jahren entstanden, mhm. Quantenintelligenz. Und was ich damit meine, es gibt eine innere Wirklichkeit, wo eine Intelligenz ein Weisheitsfeld ist, mhm. mit dem wir immer in Kontakt kommen können. Und dieses Intelligenzfeld ist immer da, mhm. aber wir sind nicht verbunden damit. Was braucht es, um damit in Verbindung zu kommen? Und da gibt es nichts mehr zu lösen, da gibt es nichts zu heilen. Wenn wir in dieser Verbindung sind, entsteht beispielsweise Klarheit. Mhm. Also auch irgendwelche Hilfestellungen, Entscheidungen zu fällen, brauchst du nur so lang, wie keine Klarheit da ist. Mhm. Was braucht es, wenn plötzlich dieses Feld der Klarheit entsteht? Und mit dem in Verbindung zu kommen, diese Frequenz, die in uns wahrzunehmen, zu spüren und zu leben, das ist eigentlich der Inhalt davon. Okay, und da unterstützt du dann auf diesem Weg, dass die Menschen eben den Zugang zur inneren Wahrheit finden. Zu ihrer inneren Wahrheit, ihrer Frequenz. Deswegen reagiere ich ja immer auch recht heftig auf, wenn außen irgendwelche Menschengruppierungen ja. Irgendwie die Wahrheit verkünden. Mhm. Zu sagen, Wahrheit ist etwas Hochindividuelles. Ja. Und das hat mit unseren Wirklichkeitskonstrukten zu tun. Mhm. Wie erschaffen wir die Wirklichkeiten? Und da begleite ich Menschen, was ich einfach als sehr, sehr gut erwiesen hat, ist irgendwie so ein Zeitraum um ein halbes Jahr rum. Mhm. Dort wirklich kontinuierlich dran zu bleiben und zu schauen, was braucht es hier, in eine andere Wahrnehmung zu kommen mhm. in der Wirklichkeit, in eine veränderte emotionale Signatur und uns diesem Schöpfungsprozessen, die immer in uns ablaufen, mhm. bewusst zu werden. Ja, schön. Wenn man da jetzt Infos möchte, hast du eine Seite, wo man sich erkundigen kann? Das ist auf der Webseite, also klausmedikus.com, mhm. also klaus-medikus. Und also auch wenn man bei Google meinen Namen eingibt, ist er nicht so ganz gängig. Da kommt man auf mich und findet dann das, was ich anbiete dazu. Ja, super. Vielen Dank für das schöne Interview und deine Zeit. Toll, dass du bei uns warst in der Schweiz. Und ja, bis bald. Herzlichen Dank dir. Ja. Bis bald. Ciao. Liebe Zuschauer, ja, das Thema Wirklichkeit ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man sich mal anschauen sollte. Gerade auch mit den ganzen versteckten Einschränkungen, die wir doch in uns tragen und dessen im Hier und Jetzt sich bewusst werden, ist sicherlich ein wichtiger Schritt, um in eine neue Freiheit zu kommen. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und bis bald. Tschüss.